Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Da sind wir wieder kurz nach dem SCBverse Report kommt der Monatsreport für euch und den haben wir natürlich uns gemeinsam angeguckt, aufgearbeitet und werden ihn jetzt für euch Stückchen für Stückchen zusammenfassen. Dabei kann man sagen, die etwas ausführlichere Version findet ihr dann später bei Star Citizen Base. Da könnt ihr dann wirklich nochmal im Detail nachlesen. Was wir jetzt für euch machen, ist tatsächlich das Wichtigste uns rausgreifen und für euch in Ordnung bringen, damit ihr auf jeden Fall das ist gut, genau, in Ordnung bringen. Genau, damit ihr die allerwichtigsten Informationen, die halt im April bei Cloud Imperium Games und Star Citizen so gelaufen sind, mal für euch an einer Stelle zusammengefasst habt. Und ansonsten, wie gesagt, schaut mal gerne bei SCB rein. Die Leute, Jungs freuen sich da, wenn ihr auch ein paar nette Kommentare hinterlasst. Bevor wir jetzt aber zu den Themen kommen, freuen wir uns nämlich über eure Unterstützung. Hier an dieser Stelle an alle Abonnenten, an alle Patreon-Fans, Patreon-Mitglieder, die uns unterstützen. Vielen Dank. Wir freuen uns riesig darüber. Wir freuen uns, dass wir wachsen, mit euch wachsen und zusammen wachsen. Also es ist echt toll, dass ihr uns immer so fleißig unterstützt. Ja. Und ja. Genau, also ganz, ganz herzlichen Dank vom ganzen Team an der Stelle. Wirklich, der Monatsreport eignet sich immer wirklich ganz gut, um mal fest kräftig Danke zu sagen. Nicht nur für eure Kommentare, nicht nur für eure Abos, sondern eben auch für die Leute, die uns direkt über Patreon unterstützen. Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Pferd, denn wir kriegen nicht nur dadurch eure finanzielle Unterstützung, können sowas wie die neue Kamera anschaffen, sondern wir können tatsächlich auch richtig in den Q&A-Sessions mit euch Feedback abholen. Ihr könnt euch da einbringen an der Stelle. Und auch diesen Monat werden wir zum Beispiel ein kleines Gewinnspiel unter unserem Patreons haben, wo ihr dann wiederum auch noch was mitnehmen könnt mit nach Hause. Also an der Stelle vom ganzen Team herzlichen Dank dafür. Und wir kommen jetzt direkt mal zum Hot Topic. Ja, und was war im letzten Monat? Natürlich großer Fokus. Ganz großer Fokus. Warten auf 2.4. Ja. Und es wird doch mal langsam Zeit. Aber okay, sie sind dabei, denn wir befinden uns im Prä-PTU oder in dieser Prä-PTU-Phase. Ja, genau. Eine kleine Gruppe von Testern, die sogenannten Evocati, die dürfen jetzt schon mal rein, schon mal einen sehr, sehr vorläufigen Build testen. Da gibt es aber eben jeden NDA, Non-Disclosure Agreement, Verzichtserklärung, eine Verschwiegenheitserklärung. So rum. Dankeschön. Eine Verschwiegenheitserklärung, das heißt, man darf nicht über Inhalte genau sprechen. Aber wer sich den Monatsreport ganz genau anschaut, der sieht, dass da schon ziemlich viele Sachen mit einem Ausrufezeichen stehen und nicht mehr mit einem Fragezeichen. Genau. Also ihr könnt auch, also wir kombinieren, ihr könnt kombinieren und à la Sherlock und Moxie. Genau. Miss Marple wieder am Start. Ja, bereiten wir euch das jetzt einfach mal auf, was wir so herausgehört und gelesen haben. Genau. Und eins ist klar, es wird auf jeden Fall ein riesengroßer Patch werden. Wird mega Veränderungen geben im Gameplay, in den Mechaniken, in vielen weiteren Punkten. Und ja, ja, von da aus gehen wir in die erste Kategorie. Also spitzt die Öhrchen, wenn es euch um 2.4 geht, dann uns geht es auf jeden Fall darum hier. Im Engineering unserer ersten Kategorie, da ist natürlich der Großteil passiert. Da wird am meisten dran gearbeitet. Das Engineering war tatsächlich der Teil des Unternehmens, der sich komplett auf 2.4 wirklich gestürzt hat. Ja, und Worte wie Shopping und Persistence tauchen da immer wieder auf. Was kann sich denn da wohl hinter verbergen? Ja, dahinter könnte sich zum Beispiel verbergen, dass die Alpha-UEC-Währung eingeführt wird. Und damit könnt ihr dann natürlich shoppen gehen und Geld verdienen auch oder eben, wie gesagt, ausgeben. Dann wurde am Kasaba Outlet Store gearbeitet und am Kabi Blast. Ja, die sollen auf jeden Fall für 2.4 fertig sein. Dann geht es auch weiter, dass man nicht nur eben in Kasaba Outlet Kleidung kaufen kann oder bei Kabi Blast Waffen, sondern eben, dass auch Rüstungen zu kaufen stehen, dass es die auch geben wird. Komponenten sind nicht aufgetaucht, das heißt, es wird wahrscheinlich ein bisschen nach hinten rücken. Ja. Die gab es also nicht, sondern es geht um Kleidung, Waffen, Rüstungen. Das ist erstmal der Anfang. Und wenn man diese Punkte hat, wie wäre es denn, wenn man sie gleich anprobieren könnte? Darum wird es nämlich auch gehen. Genau. Und es wird um Persistenz gehen, ne? Ja, natürlich. Ja, also sessionübergreifende Speicherung. Also alles, was vorher in eurer Session stattgefunden hat, wird schon teilweise dann gespeichert. Genau, wenn ich den Monatsreport so scanne dazu, dann wird es auch das in mehreren Stufen passieren. Das heißt, wir haben am Anfang Sachen wie Geld natürlich, was gespeichert wird. Der Ruf ist ein ganz wichtiger Teil, der auf jeden Fall gespeichert werden soll. Also benimm dich. Genau. Solche Sachen wie Loadouts oder eure Kleidung soll auch gespeichert werden. Was darüber hinausgeht,
werden wir dann erstmal sehen, wenn der Patch dann wirklich da ist, aber sie fangen eben erstmal klein an und was sie auf jeden Fall noch weitermachen und was sie weiterentwickelt haben, sind noch die Portmodifikationen. Ja, genau, also da könnt ihr eure Hangars individualisieren, könnt entscheiden, also mit dieser Portmodifikation, okay, wo soll jetzt was stehen, da haben wir letztes Mal auch schon drüber im Verse Report gesprochen, dass es eben Sachen geben wird, okay, das Aquarium kommt dann auf den Boden, das Poster hänge ich jetzt an die Wall oder ich stelle jetzt meinen Schrank oder was auch immer im Hangar da und dahin oder mein Schiff da und dahin. De facto könnt ihr dann die Schiffe auch im Spiel auswählen, die ihr im Hangar haben wollt. Das heißt, es wird alles über eine Mobiglass stattfinden. Da haben sie auch ganz viel drüber geschrieben, dass sie da sehr, sehr viel dran arbeiten an dieser App, um sie eben entsprechend nicht nur in das Spiel einzubinden. Das muss ja dann mit Persistence und dem Spiel Engineering an sich verknüpft werden, sondern sie eben auch schön zu gestalten, dass es gut aussieht. Ja, dann noch ein kleiner, größerer Punkt, eigentlich ein großer Meilenstein, der so ganz nebenbei im Monatsreport herauskam, war, dass mit 2.4 Kämpfe an Bord möglich sein werden. Und unter anderem auf der Starfarer. Ja, genau, das gehört noch natürlich in die letzte Kategorie Ships, aber da ist es dann, ist ja richtig, denn gerade die Starfarer wurde auch da erwähnt, dass man daran dann Boarding-Kämpfe machen kann. Das heißt, die Waffen werden dann auch wahrgenommen, die man bei sich trägt, innerhalb der Schiffe, innerhalb der Physic Grids dieser Schiffe, die werden dann auch als Schaden wahrgenommen, die werden tatsächlich auch wirklich so umgesetzt, dass man in den Schiffen jetzt dann kämpfen kann. Ist eine große Sache tatsächlich und wird sicherlich für das ein oder andere coole Video mit einem Boarding-Einsatz irgendwie sorgen. Dann gibt es, das erwähnen wir nur ganz kurz an dieser Stelle, ein nagelneues Kopfgeldsystem. Könnt euch schon mal sagen, das wird groß, das wird wirklich, das ist in einem Satz nicht zu erklären. Dementsprechend lassen wir es jetzt auch dabei und sagen, es wird ein neues Kopfgeldsystem geben, mit dem ihr viel Geld verdienen könnt. Dann nämlich diese Alpha USC. Mehr dazu, wenn wir auch mehr sagen können und mehr wissen. Was es noch geben wird, die neue ist die Schildmechanik. Genau, daran wurde nämlich auch gearbeitet, dass ihr dann die Schildkontrolle via Interface übernehmen könnt oder steuern. Ja, und dann gab es noch so ein paar Punkte für die Zukunft. Ne? Ja, und in die Zukunft geblickt, was wird es da Neues geben? Unter anderem ein Ersatzteillager, daran arbeiten sie, am Dumpers Depot. Das klingt auch schon mal ganz gut, ne? Ja. Wenn dann irgendwas kaputt ist oder fehlt oder was auch immer, könnt ihr dann da hingehen. Den Shop gibt es schon, aber man kann halt jetzt noch nicht einkaufen und man sieht auch daran, da wird man in 2.4 auch noch nicht einkaufen können. Genau, das ist alles halt jetzt kommen. Zukunftsmusik. Genau. Genauso wie das Terminal Shopping, was wir schon zuvor erwähnt hatten. Also alles, was im Prinzip nicht ins Regal passt, so würden wir es jetzt beschreiben, das wird dann im sogenannten Terminal Shopping dann stattfinden. Das wird es jetzt auch noch nicht in 2.4 geben. Aber Demnächst irgendwann. Also damit gehören natürlich Schiffe zum Beispiel dazu, die man eben nicht irgendwo ins Schaufenster stellt oder eben auch tatsächlich Komponenten, sowas eben. Das wird dann eben über dieses Terminal-Shopping geredet. Da sitzen sie gerade, ist ein Designprozess. Ja, und dann ein nächster großer Meilenstein wird dann noch Subsumption sein. Das ist ein zusammenfassender Begriff. Grunde genommen eines besagt, und zwar da geht es um die KI bzw. die NPCs. Ja, und die sollen nämlich auch ins Spiel integriert werden. Und da sitzen sie gerade dran, dass nämlich ein Handlungsstrang und eine Syntax quasi entwickelt wird. Ne? Also wenn ihr jetzt irgendwie auf einen NPC trefft, dass das Ganze dann auch einen Sinn macht in der Kommunikation, wo er da gerade ist und in welchem Umfeld, in welchem Rahmen er ist und ihr auch dann mit ihm in Kommunikation tretet. So ist es. Aktion, Reaktion, das alles muss abgestimmt werden, eben mit diesen sogenannten Handlungsbäumen, dass das wirklich zusammenpasst, das ist eben dann Subsumption. Wird noch eine Weile auf sich warten lassen, kann man jetzt schon sagen, aber sie arbeiten auf jeden Fall parallel dran. Und von da aus gehen wir dann in die nächste Kategorie, nämlich Design and Art. Ja, und da gab es was Neues zu den Additionen zu Port Olisa. Nämlich, das Ganze nimmt jetzt Formen an, Shops sind implementiert und zum Teil wurden auch Shops rebranded. Zum Beispiel der Cubby Blast Store wurde rebranded. Und, das ist jetzt eine andere Marke, aber das gleiche Angebot. Genau. Genau, weil das der ja dann auf Port Olisa ist. Und das ist tatsächlich auch schon eine Sache, wo man sagt, das ist jetzt kein Prozess, der gerade noch läuft, sondern das ist eigentlich schon für, ist es schon da drin. Und dementsprechend kann man also sagen, das ist eine große Arbeit. Das heißt, es wird unsere ganze Landeplattform, die ganzen Terminals wirklich viel, viel, viel vergrößern und zu einem ganz anderen Umfeld machen. Bin ich sehr gespannt drauf. Weiter
aber jetzt tatsächlich eher in der Designschiene geht es dann wirklich in Bezug auf Nyx. Denn ja. Nyx ist fast fertig. Ja, es hängt nur noch an ein paar Kleinigkeiten, so haben sie es beschrieben. Und obwohl es so eine Kleinigkeit ist, ist es ja nun auch eigentlich nicht. Ne? Mhm. Also, und zwar liegt es eigentlich jetzt noch am prozeduralen Rendering. Also erst müssen die Planeten irgendwie ready sein und dann könnte auch Nyx fertig werden und implementiert genau. werden. Sie möchten sozusagen wirklich das zusammen rausbringen. Ich meine, Sie sagen, Sie zeigen die prozedurale Technik mit einem ersten prozedural gerenderten Planeten und auf dem drauf wird dann Nyx sitzen. Das heißt, Sie werden es wirklich zusammen rausbringen. Mhm. Das heißt, im Endeffekt wartet Nyx jetzt darauf, dass das andere technisch umsetzbar ist und so eben ins Spiel gehen kann, damit wir beides zusammenkriegen. Ansonsten finde ich aber sehr cool, damit kriegen wir wirklich gleich eine neue Location, ja. ne, wenn dieses System da ist. Und apropos neue Location, oder nächste Location, da geht es dann nach Hurston. Hurston, genau. Landezone, ja, die wächst und gedeiht, so haben sie es beschrieben, ne? Das ja, wächst im Prinzip langsam zu einem großen Areal. Ja, Hurston, ein weiterer Planet ja im Stanton-System, ja. rund um Crusader herum, das heißt auch das wäre eine nächste Landezone, die sich dort dann mit einfügen könnte. Wird aber noch ein bisschen dauern, sie bauen sie jetzt gerade erst zu einem richtig großen Areal aus. Was auch noch ein bisschen dauern wird, wo wir auch nicht so richtig wussten, wie die letzten in den letzten Reports, was wie wir damit umgehen können. Jetzt wissen wir es, geht um die Piratenbasis. Mhm. Und da dachte ich persönlich aus den Infos, sie sind schon ein Stückchen weiter, aber jetzt ist es ganz gut zu wissen, wo sie eigentlich stehen. Denn jetzt geht diese Piratenbasis, die dann irgendwann bei Crusader eingefügt wird, damit die Verbrecher dort spawnen können, die geht jetzt in die Konzeptphase. Ja, du dachtest nämlich, dass es schon längst in der Konzeptphase ist. Ne? Ehrlich klar. gesagt, ja. ja. Ja, auf jeden Fall ja, sitzen da jetzt Concept Artists sogenannte dran und entwickeln das Ganze und setzen jetzt gerade den Look um, ne? Also wie das Ganze ausschauen soll. Und ja, bin ich mal sehr gespannt, ja. Wie das aussehen wird, damit das dann in die Engine umgesetzt werden kann. Und jetzt kommt was Spannendes, was Gutes, ne? Weil immer wieder bekommen wir von euch auch Fragen auf dem Channel im Chat, was ist eigentlich los mit meinem Schiff? Ja, also, und da gibt es jetzt eine neue Info. Es wird nämlich eine Website dazu geben mit dem Status, eine sogenannte Statusseite. Okay, wie weit ist denn jetzt mein Schiff? Ja. Und dann wird ein Balken da auftauchen und euch sagen, in dem und dem Stadium. Stadium, genau. Ist jetzt Entwicklungsstadium, ist jetzt mein Schiff. Genau, bis es dann irgendwann die Schale durchbricht und aus dem Ei schlüpft. Mal gucken. Das also ihr habt es nicht dann umsonst gekauft und wartet da ewig und denkt, Ja, also da werdet ihr auf der RSI-Website auf jeden Fall da eine Status-Website sehen können. Wird noch ein bisschen dauern, arbeiten sie gerade daran, aber im Zweifel jetzt in den nächsten 2 Monaten kann das gut kommen. Ja, und damit gehen wir apropos Schiffe, war ja jetzt hier auch das letzte Thema und jetzt wird es in der letzte Kategorie hier erstmal von den Inhalten des Monatsreports her. Und da ging es natürlich erstmal um die beiden Schiffe, wo sie jetzt schon wirklich mit einem Ausrufezeichen reingeschrieben werden, was dann mit 2.4 passiert mit ihnen, ne? Genau, und zwar die Reliant, von der haben wir ja auch schon öfter mal berichtet und immer wieder spekuliert, ob sie denn jetzt Hangar-ready wird. Und jetzt kann das Fragezeichen weg und ein Ausrufezeichen dahinter. Genau. Reliant wird demnach Hangar-ready. Im späteren Verlauf von 2.4 könnte sie sogar Flight-ready werden, ist aber wirklich noch nicht klar. Also Hangar-ready, da können wir uns schon mal drauf verlassen. Wo wir uns auch drauf verlassen können, weil es wirklich auch mit einem Ausrufezeichen drin steht, ist die Starfarer wird Flight-ready. Die wird nicht nur in der Basisvariante, sondern tatsächlich auch die Gemini ist geplant, Flight-ready zu werden. Das ist allerdings noch nicht klar, ob es wirklich reinpasst in den Patch. Aber zumindest die Basisvariante soll das werden. Und damit eben gerade sollen auch sich diese Boarding-Möglichkeiten und die Kämpfe an Bord da in diesem verwinkelten System sich entwickeln. Ja, und gab aber auch noch ein paar Updates zu anderen Schiffen. Genau. Zur Herald. Die ist in der Whiteboxing-Phase. Da verweise ich an dieser Stelle auch auf unsere Videos, die dazu gemacht wurden. Da könnt ihr auch mal reinschnuppern. Ins Voiceover zum Beispiel, was du gemacht hast. Genau, oder ins Showcase. Genau, oder ins Showcase haben wir und Dozer gemacht. Die erklären euch da alles zu dem Einsitzer, wobei da ein Kumpel ja immer mitkommen kann. Ne? So ist es. Also da könnt ihr auch mal reinschauen. Genau, dann die 85X, genau, der kleine Sportflitzer. Also der ist der ist jetzt auch in dieser in der Pipeline angekommen. Genau, also da wird die Arbeit dran jetzt endlich beginnen.
Genau, das ist ja das kleine Beiboot sozusagen von der 890 Jump. Da wird es wahrscheinlich relativ schnell gehen, haben sie gesagt, weil es eben ein Einsitzer ist und weil es im Grunde genommen schon ganz gute Konzepte dafür gibt. Weiter ging es dann auch mit der Caterpillar. Die ist jetzt von der Whitebox wirklich eins weitergerückt in die Greyboxing-Phase. Das heißt, da wird es jetzt schon sehr viel detailgetreuer. Ich hoffe, sie bringen mal wieder einen Chipshade dazu, um jetzt mal wirklich zu verfolgen, wie das aussieht. Ihr könnt euch jetzt in dem Video noch angucken, wie es noch wirklich in der Whiteboxing-Phase aussah. Jetzt kommt die Greyboxing-Phase dran und da bin ich sehr gespannt, dass wir da vielleicht das ein oder andere Update zu dem Sturmtransporter kriegen sozusagen. Auch da könnt ihr mal ins Showcase reingucken. Ist ein schönes und sehr, sehr modulares, interessantes Schiff. Ja, und dann ging es nochmal auf den großen Kahn hinzu. Ja, und der große Kahn, der ist jetzt nicht nur von außen fertig, sondern auch von innen, nämlich die Idris. Mhm. Das Interieur ist jetzt komplett. Das klingt schon mal gut, ja, ne? Und ja, an den Schadensmodellen, daran arbeiten sie jetzt, ne? An den Damage Stats und ja, damit man dann auch in Squadron 42 das Ganze wieder kaputt machen kann. Definitiv, so soll es nämlich sein. Und wer schon mal ein bisschen bei uns zugehört hat, der weiß, nachdem jetzt Interieur und Exterieur fertig sind, das Damage State Ding ist im Grunde genommen der nächste Schritt zum Flight Ready Status. Das heißt, bevor die Damage States erstmal zumindest da sind und man das Schiff auch zerlegen kann im Verse, wird es auch nicht Flight Ready werden. Und das ist jetzt so wirklich so ein Schritt, wo man sagt, okay, wir werden sie wahrscheinlich noch eine Weile nicht kriegen. Es wird eine ganze Weile dauern, bis sie da, glaube ich, zufrieden sind. Bei so einem Schiff, großen Schiff kann man, glaube ich, viel kaputt machen. Da kann viel kaputt gehen an jeder Stelle. Aber auf jeden Fall sind sie schon mal so weit, dass sie die jetzt richtig rauspushen wollen zum Flight Ready werden. Ja, gut, das waren, glaube ich, die Schiffe. Und damit kommen wir noch zur letzten Kategorie jetzt im Monatsreport. Und das ist Interaction. Interaction, genau. Und da seid ihr wieder gefragt, fleißig abzustimmen. Und diesmal haben wir uns überlegt, ja, was interessiert euch denn jetzt eigentlich am meisten an 2.4? Genau. Also worauf seid ihr scharf? Worauf freut ihr euch am meisten? Und wir haben verschiedene Dinge, Schildsystem. Zum Beispiel. Oder Schiffe oder das Boarding. Ja. Was ist euer... Genau, was ist euer Gustus? Das ist schön gesagt, denn geht einfach auf unser Google Plus Profil, stimmt da einmal drüber ab. Sagt, wir haben wirklich mal versucht, so ein bisschen aufzulisten. Ist vielleicht für den einen oder anderen noch ein kleiner Tipp, wenn ihr doch noch eine Info habt, worum geht es denn jetzt eigentlich bei 2.4 genau. Eben nicht nur ums Shopping zum Beispiel oder um die Persistence, sondern wirklich, dass man auch so kleinere Sachen, die jetzt aber wirklich große Gameplay-Änderungen sind, wie zum Beispiel das Boarding innerhalb der Schiffe oder eben auch die Schildsysteme, die man regulieren kann. Da stimmt mal drüber ab. Ich bin sehr gespannt, wie sich das da aufteilt. Ja. Mhm. Und wir werten das dann im nächsten Monatsreport auch wieder aus für euch. Und ja, verbleiben bis dahin mit den allerliebsten Grüßen, Frühlingsgrüßen und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst uns einen Daumen hoch da oder auch einen Daumen runter mit Tipps und ja. Ja, in dem Sinne, abonniert den Channel, wenn ihr bei Star Citizen auf dem Laufenden bleiben wollt und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen könnt, dann wie gesagt, geht auf das Patreon-Profil. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Und ja, wir sagen bis zum nächsten Mal und Cecilia und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!